Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Stefan, 3-3 in der letzten Minute. Sehr, sehr bitter. Ja, wenn du 3 Tore in Stuttgart schießt und da nicht als Sieger vom Platz gehst, dann ist das schon ein bisschen ein herber Rückschlag. Ja, klar, wir wussten, wenn wir nach oben irgendwas reißen wollen, müssen wir hier gewinnen. Hatten einen super Auftritt. Stuttgart hatte mehr Druck als wir. Ja, das hat man gemerkt. Und dann kommen wir so super in der ersten Halbzeit hier zurecht, schießen 3 Tore, führst bis zur 70. 3-1. Und dann setze ich aber auch irgendwo die individuelle Klasse durch. Philipp, 3 Tore geschossen, 3 Tore gefressen für die Zuschauer. Hier die 60.000 in der Mercedes-Benz Arena. War das ein Spektakel heute? Richtig. Wenn man 3-0 führt in Stuttgart, das ist ein schönes Gefühl und haben es leider nicht geschafft, das zu verwalten. Das letzte Tor geht natürlich auf mich, ich darf nicht runtergehen, aber man geht mit einem Lächeln im Auge und mit einem traurigen Auge nach Hause. Der Ausgang stört halt ein bisschen. Ne? Ich glaube, wir haben viel aufzuarbeiten, wir haben nicht viel Zeit, aber viel aufzuarbeiten, was wir in Führung nicht gut gemacht haben, glaube ich. Wir haben den Anspruch, den Ball zu haben gegen eine richtig, richtig gute Mannschaft, aber auch mehr Ballbesitzzeiten zu haben, da hatten wir einfach zu wenig. Und dann wirst du zweite Halbzeit immer mehr eingeschnürt und hast ja schon bei ein paar Aktionen Glück gehabt und wenig Entlastung. Und ja, irgendwie war es dann absehbar. Zum Schluss war die Hoffnung dann da, dass du es noch über die Zeit rettest, aber ja, eine dumme Aktion und dann 3-3. Glückwunsch dennoch zu deinen 3 Toren heute in einer Halbzeit, ein lupenreiner Hattrick. Ja, danke schön. Es ist immer ein tolles Gefühl, wenn man mit Toren der Mannschaft helfen kann. Aber eigentlich hätte ich lieber gewonnen. Ja, dann hätte ich auf die Tore verzichtet, das ist klar. Ärgert mich ein bisschen, dass du das Spiel, wie gesagt, nicht als Sieger verlässt. Auch wenn es am Ende 3-3 steht, ihr habt eine super klasse Partie gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit wart ihr vorne brutal effektiv, hinten hoch konzentriert in der zweiten Halbzeit. Woran lag es dann, dass die Stuttgarter dann so in Powerplay aufziehen konnten? Ja, bis zum 3-0 haben wir echt gut Fußball gespielt, haben den Ball auch laufen lassen und danach stand man nur noch hinten drin. Stuttgart hat immer mehr Druck ausgeübt, wir haben die aber auch gelassen und ich glaube, das war der Fehler. Wir hätten weiter nach vorne spielen müssen und wir sind nicht gewohnt, dass der Gegner den Ball hat und ich glaube, das war auch mit das Problem. Wenn man 75 Minuten hinten drin steht, ist es nicht einfach. Wir haben dann auch eine starke individuelle Klasse, dass sie den Ball haben gut laufen lassen und uns immer das Leben schwer gemacht, mit Räumen, die wir nicht gut besetzt hatten, haben sie immer wieder genutzt. Ja, dann haben sie auch mit brauchen sie das zweite Tor angucken von Insua. Das ist eine individuelle Klasse, das ist schon Wahnsinn. Ja. Und dann kriegst du so dumm nochmal einen Elfmeter gegen sich. Wir sind in der letzten Minute der Nachspielzeit. Ja, muss ich mir nochmal angucken, aber es ist dann ein bisschen ärgerlich. Klar, Stuttgart eine Qualität, aber wir müssen das Ding irgendwie über die Zeit schaukeln und dann gewinnst du 3-2. Ist es das, was Dynamo vielleicht noch fehlt, so ein bisschen Cleverness, das 2-3 dann doch wirklich noch bis zum Ende, bis zum Schlusspfiff über die Zeit zu bringen? Ja, ich glaube schon, es gibt einzelne Situationen, gerade gegen Schluss des Spiels, wo man hätten noch mehr Zeit rausholen können mit noch mehr Ruhe. Aber man hat den Jungs angesehen, dass sie wirklich am Limit arbeiten, wirklich. Und das nicht erst ab der 85. Minute. Sie sind marschiert und gerannt. Dann triffst du halt Entscheidungen, die dann manchmal falsch sind. Und da hat man, glaube ich, einige dann in der Phase und deswegen ist Stuttgart wieder rangekommen. Ein Satz noch zur Kulisse. 60.000, grandiose Atmosphäre hier in Stuttgart, Bundesliga-reif. Unfassbar. Ja, brauchst du das mal angucken, was hier vorm Spiel los war. Und ich habe dann mal kurz nach allen 3 Toren habe ich in unsere Kurve geguckt und die waren alle am Ausflippen. Das war ja Gänsehaut. Ja, na klar, brauchen wir uns nicht vormachen. Die Kulisse, die Mannschaft, das ganze Umfeld, Bundesliga-reif, aber es garantiert ja trotzdem nicht, dass du aufsteigst. Jetzt wartet mit Heidenheim auch wieder ein schwerer Gegner am Mittwoch in Dresden. Die Erholungsphase ist jetzt nur sehr kurz. Ja, aber das ist das Schöne auch wieder an der englischen Woche. Ne? Weniger Training, mehr Spiel und jetzt können wir uns zeigen, die nächsten 2 Spiele und werden wir dann sehen, was passiert. Danke.